Moin moin, wir hoffen, euch geht es gut. Uns geht's prima. Hugo hier hat allerdings ein bisschen gelitten in der letzten Zeit. Irgendwie hat niemand dran gedacht, dass so eine Pflanze ja auch gegossen werden muss. Deswegen kümmert sich Scarlett da jetzt gerade mal so ein bisschen drum. Wir wollen aber nicht weiter von Pflanzen reden. Wir haben wieder sehr interessante Themen im Gepäck. Ja, wir zeigen euch nämlich einen neuen Kurs im Sportprogramm und schauen uns auch die psychologische Beratungsstelle an. Und gekocht haben wir natürlich auch noch wieder. Und ja, wer bis zum Schluss da bleibt, der kann sich noch auf eine kleine Überraschung gefasst machen. Jetzt starten wir aber erst einmal auf dem Spielfeld. Es gibt jetzt Rugby im Hochschulsportprogramm und wir haben einfach mal ein Team vorbeigeschickt. So, ich stehe hier auf dem Sportplatz vom BSC Grünhöfe und im Hintergrund spielen sie schon ordentlich Rugby. Und was die Jungs hier so auf die Beine stellen, das gucken wir uns heute mal an. Zack, Loslauf. Los geht's. Komm! Sönke, bis halb. Komm hier. Bleib da. Genau. Nicht durch zwei, drei Leute. Komm, du bist schnell von den Füßen. Nutz das. Step back. Ja, siehst du? Wie viele Spieler braucht man eigentlich zum Rugby spielen? Grundsätzlich 15 plus 7 Auswechselspieler, aber die Mannschaft spezialisiert sich darauf, dass sie erstmal 7er Rugby spielen werden. Erstmal das kurzfristige Ziel gegen andere Vereine auch hier im norddeutschen Raum, weil da auch noch ja, Teamfreundschaften bestehen und Marco da halt auch schon mit manchen gespielt hat und einige Leute eben kennt. Was ist das Komplizierte an der Übung? Spielst du heute das erste Mal hier Football mit oder spielst du das schon öfter? Rugby, wir spielen Rugby. Rugby. Ja, genau. Football sind die Weicheier mit den Panzern. Das ist ein Spiel für Gentlemen, obwohl es so hart ist. Und dein Gegner war heute kein Gentleman? Doch, der war auch ein Gentleman. Er hat sich entschuldigt und wir haben uns beide beieinander entschuldigt und das passiert. Ganz, ganz wichtig, der Ballträger entscheidet über das Tempo. Links rum. Sönke, in Kontakt, komm. Robert! Auf! Ist das geil. Ich bin da. Komm, nach rechts. Links. Komm, nochmal links. Hep. Links. Erzähl uns mal, warum du der Trainer der Rugby-Mannschaft bist. Mein Name ist Marco Kühne. Ich bin gebürtiger Cottbusser und spiele jetzt seit 8 Jahren Rugby. Und ich bin hier Trainer, weil ich eine Trainerlizenz habe und einfach mein Hobby frönen möchte. Deswegen bin ich hier Trainer und deswegen rufe ich das auch ins Leben. Rugby ist einfach eine coole Sportart. Man kann jemanden in den Dreck ziehen, ja, was man sonst im normalen Leben nicht darf, was schon mal sehr, sehr cool ist. Es ist eine sehr intensive Sportart und es ist eine Sportart, wo wirklich jeder hin kann. Also wir brauchen große Leute, wir brauchen schlanke Leute, dicke Leute, kleine Leute, wendige Leute, langsame Leute. Und jeder kann sich einbringen ins Team. Football ist definitiv nicht das gleiche wie Rugby. Football ist entstanden aus dem Rugby-Sport, wurde quasi mit den gleichen Regeln am Anfang gespielt und hat sich dann nach und nach entwickelt. Länger! Go! Touch! Ah, schade. Komm, Robert. Tief. Links. Das nenne ich doch mal eine sportliche Leistung und die haben sich ja auch ordentlich ins Zeug gelegt. Aber wir waren nicht nur auf dem Spielfeld unterwegs, sondern auch bei euch auf dem Campus. Wir haben Denise einmal losgeschickt und euch befragt, was es allgemein so für Probleme an der Hochschule gibt und was euch stört. Was ihr darauf geantwortet habt, das seht ihr jetzt. Womit seid ihr unzufrieden und was könnte man verbessern? Ganz ehrlich, ich bin eigentlich relativ zufrieden. Also mir fällt jetzt auch nichts ein, wo ich sagen könnte, das könnte verbessert werden. Keine Ahnung. Alles gut. Ich kann mich nicht beschweren. Puh, gute Frage. Die Hochschule nach Bremen verlegen. Oh, das finde ich auch gut. Irgendwie eine Kleinigkeit, wo du immer denkst, ach, da ärgere ich mich jeden Tag drüber oder so. Mensa ein bisschen besser. Essen, ne? Ja, Essen. Das Mensa-Essen könnte wirklich ein bisschen besser sein, ja. Vielfältiger oder einfach besser? Ich glaube vielfältiger, ja. Irgendwelche Vorlesungsunterlagen für die Labore, Unterlagen. Das klappt irgendwie vom Dozent zu den Leuten, die das eintragen, nicht so gut.
Weniger Module, weniger Lernen. Das Sportangebot allgemein könnte natürlich noch verbessert werden an der Hochschule Bremerhaven. Da hat das AStA jetzt dieses Semester ein bisschen was gemacht, aber ich würde sagen, das ist noch verbesserungswürdig. Selbstlernräume, ja. Weil zu Prüfungszeiten ist das ja ziemlich voll hier. Organisatorisches kann ich eigentlich wenig sagen. Da bin ich größtenteils eigentlich zufrieden. Über die FTP-Server von einigen Dozenten von uns, weil die funktionieren nicht und wir kommen da nicht rein. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass es eine ziemlich schlechte oder chaotische Organisation ist. Prüfungsmäßig? Prüfungen, Labore, alles Mögliche. Also Labore. Im sechsten Semester merke ich das gerade ganz stark. Ich ärgere mich tagtäglich, dass ich immer noch den langsamen Aufzug nehme, obwohl ich weiß, dass es immer langsamer ist als die Treppe, weil die einfach nicht schließen, die Türen, und zu klein sind. Ja, das Semesterticket, das sollte am besten wie so eine EC-Karte sein, wie so eine Chipkarte. Also ein bisschen stabiler, ne? Das ist stabiler, ja, und dass man das nicht jedes Jahr neu zugeschickt bekommt, sondern dass man das einfach an einem Automaten verlängern kann, sozusagen. Und also ich beschwere mich in letzter Zeit häufiger mal über die schlechte Belüftung in den großen Hörsälen. Toiletten in Haus K sind nicht so top. Toiletten sind nicht so top, okay. Puh, also ich muss erstmal sagen, ich bin hier kein Student, ich bin noch Azubi. Ach, okay. Und ich finde es eigentlich ganz toll hier. Wir haben ja eben mitbekommen, dass das Mensaessen durchaus Thema auf dem Campus ist. Wie ist es denn bei dir? Gehst du eher in die Mensa oder kochst du selbst? Sowohl als auch. Also ich koche total gerne selber, aber gerade wenn ich einen langen Tag in der Hochschule habe, esse ich doch lieber gerne mal in der Mensa. Mhm. Und wenn ich selbst koche, dann aber auch total gerne mit Freunden zusammen, weil es einfach total kommunikativ ist. Genau dieser Meinung bin ich auch, und wir haben auch mit der legendären Jule dieses Mal zusammen gekocht. Einige von euch werden sie wahrscheinlich aus den Hochschul-Challenges kennen. Dieses Mal gab es was Vegetarisches, und was genau es war, das seht ihr jetzt. Moin moin, liebe NoviTV-Zuschauer. Wir sind heute in Bremen unterwegs bei der Jule, die hat sich gemeldet und möchte gerne mit uns kochen. Was das genau ist, schauen wir uns jetzt mal an. Hi, na? Hi! Malte, grüß dich. Ich bin Julia, schön, dass du da bist. Komm rein. Dankeschön. Auf jeden Fall super lieb, dass du uns eingeladen hast, das freut mich. Was gibt es denn heute Schönes? Es gibt ein vegetarisches Gemüsecurry, okay, mit ein bisschen Kokosmilch und Brokkoli und Zwiebeln und Knoblauch, und wir schmeißen einfach alles in einen Topf und essen das dann hinterher. Das hört sich super lecker an. Ich würde sagen, lass uns einfach anfangen, oder? Das steht ja klar. Super. Wenn du magst, kannst du den Brokkoli schneiden. Okay, gerne. Jetzt also dann gerne. Ich mache das halt immer so, ich mache nur die Röschen ab. Zucchini schneide ich einfach mal. So in Scheiben müssen die dann geschnitten werden. Oder wenn man mag, kann man sie auch in Würfel schneiden. Genau, also es funktioniert jetzt gleich so. Wir rösten die Zwiebeln an und den Knoblauch. Ja. Und dann kommt da die Curry-Mischung drauf, die wir gleich noch eben zusammenmischen müssen. Also weil ich nehme da immer keinen. Man kann natürlich auch dieses fertige Curry nehmen, aber es schmeckt irgendwie nicht so geil. Also das ist halt immer eine andere Zusammensetzung. Da habe ich ja eben schon erzählt, dass man das Curry halt selber zusammenmischt. Deshalb nehme ich jetzt 2 Esslöffel Koriander. Mhm. Die kommen hier rein. Ist ein bisschen dürftig. Kreuzkümmel, davon kommen 1 Teelöffel rein, 2 Stück. 2 Teelöffel Ingwer kommen rein. Und Kurkuma, da kommt 1 Teelöffel rein. Dann so ein bisschen zusammenmischen. Brokkoli dazu tun. Kommt die Flüssigkeit dazu. Die Kichererbsen dazu. Kichererbsen haben übrigens voll viel Eisen. Also, jetzt können wir ja schon anfangen, den Reis zu kochen. 2:1 sagt man immer. Also du hast 1 Tasse Reis und 2 Tassen Wasser kommen da drauf. 2 Esslöffel Joghurt rein. Ja. Weil das jetzt so viel ist, mache ich halt 4 dran. Wie viel von dem Mangoschatten machst du an? Also grundsätzlich 2 Esslöffel. So, nun haben wir lecker Essen gekocht, dann würde ich sagen, guten Appetit. Ja, hau rein. Neben den allgemeinen Problemen, die wir bereits angesprochen haben und zu denen wir euch befragt haben,
hat natürlich auch irgendwie jeder sein eigenes Päckchen zu tragen. Und diese können zum Teil auch das Studium beeinflussen oder sogar stören. Das betrifft zum Beispiel Lernstress, Prüfungsangst oder auch private Konflikte. Wir haben hier an der Hochschule allerdings eine Anlaufstelle, wo man solche Probleme bewältigen kann. Und wir haben mit Frau Moormann darüber gesprochen. Und was sie zu sagen hatte, das seht ihr jetzt. Hallo, wir sitzen heute hier im Büro der PTB. Ich sitze hier mit Frau Moormann, die hier für die Außenstelle zuständig ist und habe ein paar Fragen. Erstmal hallo und guten Morgen. Hallo Frau Moormann. Zunächst wusste ich ja zu Anfang auch gar nicht, was ist die PTB überhaupt und was ist Ihre Aufgabe da. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor und erklären kurz was dazu. Gerne. Ja, mein Name ist Doris Moormann und ich bin Mitarbeiterin der PTB. Und PTB steht für Psychologisch-Therapeutische Beratungsstelle. Wir sind eine Einrichtung des Studentenwerks und wir sind zuständig für 30.000 Studierende im Land Bremen und eben auch Bremerhaven. Was sind denn so die, die Trends oder eben so die üblicheren Probleme, die dann doch, wo Sie mitbekommen, das gibt es vielleicht häufiger oder damit kommen dann die Studierenden häufiger zu mir? An erster Stelle steht eigentlich Selbstwertprobleme und Leistungsprobleme. Ja. Dann kommt noch Erschöpfung und Stress dazu und depressive Verstimmung. Das sind so die vier Nennungen, die wir so immer wieder, also die an oberster Spitze stehen eigentlich. Okay. Also vielleicht gar nicht nur wegen, Problemen bezüglich des Studiums, sondern auch eigenen, so, die man vielleicht von zu Hause mitbringt. Ja, das ist ganz wichtig, dass Sie das jetzt nochmal fragen, weil es gibt tatsächlich so zwei Schwerpunkte. Das eine sind die studienbezogenen Probleme, weshalb Studierende kommen. Leistungsstörung, Antriebsstörung, morgens kommen sie nicht aus dem Bett, Versagensängste, Perfektionismus, viel zu hohe Ansprüche an sich selbst und so weiter. Das sind so studienbezogene Probleme. Und der andere Teil sind tatsächlich die persönlichen Themen, die Sie mitbringen, Elternhaus, Schwierigkeit mit der Ablösung, Kontaktprobleme, Einsamkeit, Trennung, Verlusterfahrung, was man im Leben, was einem auch so begegnen kann. Oder eben auch psychologische, also psychische Probleme wie Ängste, Depressionen, Suizidgedanken, Suchterkrankungen. Wenn man betroffen ist, was ist dann so der erste Schritt? Meistens ist es wahrscheinlich häufig schwierig, erstmal sich den Ruck zu geben, ne? Vielleicht sich das auch einzugestehen und herzukommen. Mhm. Was würden Sie da für Tipps geben? Also ich würde nicht so lange warten mit dem Kommen. Ich erlebe das häufiger, dass Studierende kommen und sind durch den dritten Versuch gefallen und die Exmatrikulation steht an und es ist voll in Not. Und dann wünsche ich mir eigentlich immer, dass die Studierenden schon eher gekommen wären mit ihren Arbeitsschwierigkeiten oder wenn sie sehr stark aufschieben oder dass sie einfach früher kommen. Und dass sie einfach kommen und gucken, okay, was hat denn die PTB zu bieten? Man muss nicht schwer psychisch erkrankt sein, um die PTB in Anspruch zu nehmen, sondern man kann sich einfach nur mal auch ein Feedback holen zu einer schwierigen Lebenslage, die man hat oder zu Fragen, die man hat. Ich glaube, der wichtigste Schritt ist erstmal für Studierende, die sich in Not, innerlicher Not befinden, dass sie sich trauen, überhaupt zu erzählen, sich anzuvertrauen, also sich als Freundin oder als Kommilitonin auch anzubieten, zu sagen, du, was ist eigentlich mit dir? Mir fällt auf, du wirkst so verändert oder sich anzubieten als Gesprächspartnerin und oft merkt man dann eben, okay, ich glaube, ich bin damit jetzt vielleicht überfordert. Das ist gut, wenn man nochmal professionellen Rat sucht. Ja, und dann ist eben die PTB da. Stimmt. Na? Finde ich gut, dass sie da ist und danke, dass Sie uns diesen kleinen Einblick sozusagen in Ihre Arbeit und in das alltägliche Leben hier gegeben haben. Wir hoffen jetzt, dass das vielleicht auch dann häufiger genutzt wird und dass man weiß, dass es die PTB hier gibt in Bremerhaven, auch an der Hochschule. Und vielen Dank für Gerne. Das Gespräch und vielleicht bis dahin. Ja, bis dahin. Das war's auch schon wieder mit unserer Sendung. Wir bedanken uns herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wollen bei der Gelegenheit euch auch schon zum DMP-Tag einladen. Der findet am 3. Juni statt und dort stellen wir euch unsere Arbeiten vor. Und nähere Infos dazu gibt's wie immer auf Facebook. Und während ihr euch informiert, bereiten wir uns schon einmal für die Hochschulparty vor. Wir wollen natürlich nicht nur mit euch feiern, sondern werden im Anschluss auch darüber berichten. Macht's gut!
Herzlich willkommen bei Niveau TV, dem abgelaufenen Optimismus-Kondom im Portemonnaie der Hochschule Bremerhaven. Und seien wir mal ehrlich, als Lisas der Simpsons, als Jimmys der Neutrons in einer Stadt, dessen Stupidedia-Artikel einfach treffender als ihr Wikipedia-Gegenstück ist, regen wir Studenten uns über manche Dinge nur auf, weil das hier zur Kultur gehört. Es ist auch wirklich nicht mehr cool, sich als BAföG Harzer über das Ghetto-Leben in Lehe aufzuregen, you know? Kaum jemand von uns ist Gangster-Rapper und mit Lehe kommt man nur in Berührung, wenn man von der Hochschule 12 stinkende Minuten mit der 502 fährt, um in der Rickmarstraße Novi TV zu produzieren oder Gott bewahre, man dort für grausam günstige Mietpreise wohnt. So irren wir in dieser Jodel-Kleinstadt alle über dieselben zu flachen Treppenstufen, stehen vor roten Fußgängerampeln an nicht mal eines Zebrastreifens würdigen Straßen. Wir kacken nach Vorlesungen, die auch um 11 noch zu früh beginnen, in Klos mit Akimbo-Klopapierhalterungen. Außenwirksam stellen wir uns als spätzlekochende, bierbrauende Poetry-Slammer dar, welche ansonsten keinesfalls in ihrer Netflix-slash-Pornhub-Stagnation feststecken, sondern 3D-Drucker und Zeitmaschinen bauen. Das Wetter ist beschissen, auch wenn es gut ist, und in die Nachtschicht geht man nicht, weil da nichts los ist, und da ist nichts los, weil man da nicht hingeht. Niveau TV, Ende.